Hier riecht es gerade so, als ob einer gefurzt hätte. Aber ich war's nicht. Ich war's nicht. Bitch name a list, still I'm going no switch. Just a from in the bitch. I take the time, get me rich. Got the so intake. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video von dem guten alten Woldi. Was machen wir heute so Schönes? Jetzt drück mal auf die Pause. Schreib unten in die Kommentare, was ich jetzt gerade wohl als nächstes machen werde. Bin ich mal gespannt, wer von euch es errät. Aber nicht schummeln, ja? Ihr kleinen Schummler hier. Schön fair sein. Also, los geht's. Drückst du Pause? Bruder, du drückst nicht Pause. Warum drückst du nicht Pause? Bro, ich sehe das. Ich gucke. Nein, du hast nichts geschrieben. Okay, hast du geschrieben? Hast Pause gedrückt? Ah, du bist ja ein Fleißiger. Mein Gott. Dankeschön, Dankeschön. Ich lese mir alles durch. Ja, ja. Ich will alles sehen. Ich sehe alles, Brudi. Kann alles sehen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Also, wer von euch hat es erraten? Genau, Leute. Ihr seht es vielleicht jetzt schon. Wir gehen Motorrad waschen. Yeah, 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 yeah. So, Lappen ist bereit. Sprich, ich bin bereit. So Leute, zieht euch das rein. Jetzt gibt's einen schmackhaften, wunderschönen, leckeren Powerschaum. Reicht uns 50 Cent, denkst du, reicht schon, oder? Ja, was ist, wir legen danach. Los geht's. Der möchte nicht. Aber jetzt. Guckst du da? Pass auf. Tschuk, 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 tschuk. Ah, jetzt kommt der Schaum. Jetzt kommt der Schaum, Leute. Der sieht immer so pervers krank aus. Der eine oder andere wird sich denken, scheiße, ist heute Weihnachten oder was? Ja, gefühlt schon, Alter. Traurig, dass es nicht riechen könnt. Es riecht verdammt gut, Leute. Ich sag's euch, es riecht so gut. Richtig schmeckerlecker. Ah, lecker, lecker. So, jetzt holen wir den Lappen. Gehen wir kurz ein bisschen so drüber, damit der größte Dreck auch schön rausgewaschen wird. Nachher zeige ich euch hier noch was. Ist mir was passiert vor ein paar Tagen. Der eine oder andere weiß vielleicht, was genau mir da passiert ist. Es ist echt eine sehr traurige Story, Leute. Ihr könnt eigentlich heulen, wenn ich so dran denke. Aber naja, was passiert ist, ist eben halt passiert. Wie wäscht ihr eigentlich euer Bike, falls ihr ein Bike habt? Oder euer Auto auch? Könnt ihr auch reinschreiben. Das wäre auch ganz cool. Meist beschweren sich auf Bildern, auf Instagram, dass mein Motorrad nicht sauber ist. Vor allem vorne nicht. Ich geb dir zwei Minuten, dann ist die Bude hier sauber. Tut mir leid, ich bessere mich. Ich putze schon. Oh, wie viel Dreck da rauskommt. Die Felgen natürlich auch. Bei Felgen ist es so eine Sache jetzt. Da kann man nicht so gut putzen, weil ich eben nicht überall hinkomme. Aber meistens mache ich dann zu Hause das Ganze nochmal nach. Sprich, ich bock dann die Kleine hier auf und gehe dann bei den Felgen noch einmal drüber. So, ich würde sagen, das reicht auch schon fürs Grobe. Dann tun wir das Ganze mal abspülen. Glanzspülen mit dem Grün. Ich denke mal, ein Euro wird schon reichen. Das ist Glanzspülen, nicht Schaumspülen, Mann. Alter, ich rasch aus, Alter. Ich rasch komplett aus. Einmal habe ich sogar so Face gehabt. Das sind ja mehrere Schläuche. Und der rote ist ja nur da. Und nur von dort kommt ja eben der Schaum. Ich habe mal den Grün genommen, auf den roten Knopf gedrückt und trotzdem steht dran. Dann kommt so ein bisschen Schaum und denke mir, hä? Und das war's. Und dabei habe ich irgendwann gemerkt, ja, das war der falsche Schlauch einfach gewesen. Voll Idiot. Mei, passiert, was soll's. Ich denke, das passt schon. Wir fahren einfach rüber. Gibt's da ein Plätzchen? Nee. Oh ja, dann schiebe ich die jetzt einfach mal rüber und dann trockne ich die dort ab. So, bleiben wir hier einfach stehen und legen dann einfach mit dem Trocknen los. Thank you.
So, was ich noch erzählen wollte eben, was mir passiert ist. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ja, ich habe bei letzten Shooting eben den Lederkombi hier angehabt. Diese Deutsch gut. Und da bin ich auf Spike draufgesetzt. Und da bin ich hier mit der Hose an der Ecke hängen geblieben. Und ihr seht schon, da bin ich hängen geblieben und habe es kaputt gemacht hier. Es ist echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ey. Heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme, ich könnte ausrasten. Ich meine, es ist halt so sozusagen hier an der Ecke und dann bin ich hier so und dann hat es hier gemacht und kaputt. Ja, ist natürlich scheiße gelaufen, aber mein Gott, was soll ich jetzt machen? Es ist so, wie es ist. Wie gesagt, also eigentlich ist mir das noch nie passiert, in all den Monaten, wo ich rumgefahren bin, aber diesmal, naja, es war ein blöder Tag. Das ist natürlich traurig, weil so ein Ding kostet 200 Euro. Arsch viel Geld. Naja, sei es drum, ist halt so. Wie gesagt, bei Projekt kommt da. Viele fragen sich schon vielleicht auch, was ich da Neues machen werde. Ich sag nur, lasst euch überraschen. Wie gesagt, verraten möchte ich da noch nicht. Wisst ihr, was mir noch jetzt gerade einfällt? Und zwar, wenn man sein Bike immer schön putzt, dann, dann denkt man auch manchmal Beschädigungen oder Sachen am Motor, die fehlen oder abgefallen sind oder passiert sind, je nachdem, die man so gar nicht richtig mitbekommen würde normalerweise. Deswegen immer schön mit der Hand putzen. Ja, wie gesagt, beim Motor, das ist so eine Sache, man kann da eigentlich kaum anders putzen, außer mit der Hand. Schau, sieht ihr genau so, was meine ich hier, die Vergänge zu den Klatzen bekommen. Ich habe keine Ahnung, von wo das kommt. Und so findet man immer wieder neue Sachen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen nachteilhaft gesehen, weil je öfter man genauer putzt, umso mehr Beschädigungen werden entdeckt. Ja! Kacke. Ja, gehört halt dazu, sind jetzt irgendwelche Steinschläge oder was weiß ich. Ist man irgendwo hängen geblieben. Nein, passiert. Und ja, übrigens auch hier bei diesem Gumminippel da. Hier ist ja so eine Aluhalterung und letztens bin ich zur Arbeit gefahren, hab so die Hand hochgetan und bin hier hängen geblieben, ist das ganze Ding so, und das Alu-Ding, ja, das habe ich nicht verloren, das habe ich noch in meinen Geldbeutel, muss ich mal dran machen, ey. Tada! Was sagt ihr? Bling, 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 bling. Sieht gut aus. Ich bin zufrieden. So, ich denke mal, ich habe alles dabei. Bin soweit fertig. Dann fahren wir. Jetzt. So, bevor wir richtig fahren, ein paar Bremsungen, ein bisschen Stärke. Oh, schau, genau das meine ich schon. Rutschig weg mit den Füßen, das ist wahnsinnig hier. Schaut mal, das ist brutal, Alter. Als ob ich auf Glatteis wäre. Ey. Deswegen, Leute, seid vorsichtig. Passt auf, nicht, dass du euch hinlegst. Oh, meine Dinger sind nass, meine Füße. Das ist auch scheiße hier. Da rutscht bei mir alles weg. Ist auch nicht so geil. Ja gut, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt in mein wunderschönes neues Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denn wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ding, ding, ding. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir, denn dazu müsst ihr nur die Ding-Ding-Glocke einschalten. Und ansonsten folgt mir auf Instagram, so bleibt ihr immer fresh, aktuell im Stand, was alle Sachen angeht bei mir. Und ich würde sagen, bis dahin immer schön langsam fahren, so wie ich jetzt gerade. Peace out.